Pass my PTS Video. Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen Dialyscot Online, ja, PTS-Video. Ich befinde mich hier auf dem PTS, dem Testserver von Dialyscot Online, und ich habe hier etwas Zeit investiert. Ich habe ein bisschen rumgetestet mit den neuen Veränderungen zu den leichten und schweren Attacken. Leichte Attacken stellen jetzt Ressourcen wieder her, je nachdem, was ihr seid, je nach Stabart, Ausdauer oder Magika. Die schweren Attacken hitten für etwas mehr Schaden, das heißt, sie machen im Allgemeinen einfach wirklich mehr Schaden. Ich habe es ein bisschen ausgetestet und wollte dir ein kleines Feedback geben, wie ich die ganze Sache sehe und wie es in der Praxis überhaupt aussieht, denn klar kann man einfach so sich die PTS-Notes durchlesen, allerdings in der Praxis, wie es dann performiert, kann man eigentlich nur wirklich rausfinden, wenn man es mal testet. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen rumgetestet und hier mein kleines Vorzeigevideo, wie das Ganze aussieht, wie es funktioniert und vor allem auch zum Schluss ein kleines Feedback von mir, was ich verändern würde, beziehungsweise was ich von dem Ganzen halte, etc. Wir sind hier tatsächlich auf einem, ja, standardisierten Magical Dragon Knight, nicht großartig, anders als mein Live-Server-Bild in dem Sinne. Allerdings, ja, hat der hier nicht die größte Präferenz. Trotz alledem schauen wir uns ganz kurz mal die verschiedenen Statistiken an, die Sets, die wir auf dem Klo legen. Hier haben wir einen Brandzauberweber, Flammstab auf der Hauptbar, einen Flammstab vom Malstrom auf der Backbar, Ren Grothgar, und zwar in Kombination mit, genau, Elfenfluch. Das heißt, Grothgar hat eine 100% Proc-Time. Des Weiteren, wie gesagt, Schmuck, tatsächlich alles auf erfüllt, auf maximale Magiekraft, aufgrund dessen, dass Elfenfluch uns, ja, mega viel Sustain gibt, denn natürlich hier werden die Sekunden für Flammschaden natürlich um 5 Sekunden erhöht, das heißt, alle Dots etc. Ja, halten einfach länger an. Und ja, einfach nur kurz zum Bild, falls die Leute interessiert. Wir werden jetzt einfach mal gucken, wie die Light Attacks tatsächlich Ressourcen wiederherstellen. Das heißt, ich werde jetzt mich mal ein bisschen entleeren, im wahrsten Sinne des Wortes, und einfach mal die kostenspieligsten ja, Fähigkeiten quasi hier ein bisschen durchspammen. Hauptsächlich ist das hier die AOE. Wir haben auf dem Bild tatsächlich eine Regeneration von gerade mal 740, was verdammt wenig ist. Das heißt, eigentlich würden wir hier jetzt tatsächlich ziemlich langsam, wie man sieht, Ressourcen wiederherstellen. Okay? So. Wir sind tatsächlich hier super leer, im wahrsten Sinne des Wortes, und fangen jetzt mal an, Light Attacks zu machen. So, pro Light Attack, die ich hier mache, kriege ich 200 Ressourcen zurück. Beim DK kriege ich mit dem Verbrennen-Passive natürlich nochmal 500 Marker sowieso zurück. Wenn ich das jetzt spamme, ja, und mein Modset zufälligerweise losgeht, ihr seht, ich bin jetzt schon bei 50%. Okay. Mhm. So, das waren jetzt 10 Sekunden knapp und wir sind komplett voll. Wir haben die ganze Zeit nur Light Attacks gemacht. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich dotte dem Kollegen einfach mal voll, just for funsies, ja, und bürste auch mal einfach meinen Ulti rein und entleere mich quasi komplett meinen Ressourcen, ja, erneut. Und wir tun jetzt mal so, dass wir jetzt einen Bossfight, und hier ist eine harte Mechanik, was weiß ich, keine Ahnung, tun jetzt einfach mal so, dass wir hier halt einen Veteranenboss, was auch immer, und wir haben einfach keine Mana mehr. So, wir sind einfach ziemlich leer. Ich werde jetzt nochmal hier einfach meinen AOE spam und die Talents. So. Wir hängen hier hinten. Da hinten ist der Bossfight. Mechanics können wir nicht hingehen. Wir machen jetzt Light Attacks. Haben auch keinen Trank gerade zur Verfügung. Und ihr seht, wie fucking schnell das speziell mit der Verbrennungspassive vom DK, der ja sowieso Sustain-Probleme hat, regeneriert. Boom. 70%. Trank rein, du bist fast voll. Sprich, wir haben auf diesem Bild keinerlei Regeneration, geschweige denn Ressourcen durch den Schmuck, ja, und haben trotzdem eine überirdisch gute Regeneration, ja. Selbst wenn ich jetzt die kostenlosen Ketten bei der Rotation weglassen würde, hätte ich trotzdem keine Sustain-Probleme. Das spiele ich aus Handhabung und just for fun. Unglaublich. Das gleiche gilt erst recht für den Kollegen Raid Dummy, weil du ja eh die Synergie bekommst, das heißt, du hast eh die Buffs und den Ressourcen Buff quasi zwischenzeitlich durch die Synergie. Aber auch an der leichten Puppe, du wirst kaum, wenn du keine Light Attacks machst, out of juice rennen. Und das finde ich ziemlich krass. Sprich, die Regeneration ist so mördermäßig hoch, dass ihr wirklich einfach schlicht und ergreifend, wenn es so wieder rüberkommen würde, tatsächlich auf dem Live-Server, überhaupt euch nicht mehr Gedanken über
irgendeine Art von Regeneration oder Ressourcenmanagement tatsächlich machen müsst, denn ihr seid einfach voll. Auf dem Bild tatsächlich nutze ich derzeit, sofern ich, warte mal, ich muss mal gucken, ich glaube Max Food. Wir haben, genau, sogar maximales Leben, maximales Magiker-Food, das heißt noch nicht mal Regenerations-Food und man sieht, der Sustain ist trotzdem einfach gewährleistet. Sprich, die leichten Attacken stellen viel zu viel Ressourcen her. Das ist mörder einfach, damit einfach voll zu bleiben. Und ich denke, das versimpelt das Spiel zu einem gewissen Grad, dass schwerer Content in Bezug auf Veteran-Dungeons tatsächlich ein Kinderspiel werden. Es wird ein Kinderspiel. Also damit braucht ihr kaum noch Synergien. Wenn ihr da noch Synergien habt, Alter, da geht's richtig rund. Also ich finde tatsächlich, ganz kurzes Feedback zur Leichenattacke, die Ressourcen, die man wiederherstellt, finde ich extrem groß, die Anzahl. Wenn wir uns jetzt die Leichenattacken mal angucken, wie viel Schaden die machen. 700. 700 bei 2814 Magiekraft aktuell. Kriegen wir das Potion irgendwie schon bei 3376, oben SD, Spell Damage. Da machen wir gerade mal 1443 im Crit. 759. Ja, es ist nichts. Selbst wenn wir jetzt den Malstromstab hier, die Passive von Elementare Wand draufpacken und auf die Hauptball wechseln, machen wir lediglich 2400 Schaden. Ja, das ist ein Bruchteil von dem, was wir jemals gemacht haben. Das heißt, das ist keine wirklich relevante Veränderung, die Sinn macht. Denn das ist einfach zu wenig Schaden. Du stellst zwar Ressourcen her, aber du machst einfach keinen Schaden mehr durch Light Attacks. Das, finde ich, ist tatsächlich viel zu krass. Wie gesagt, ich würde da runtergehen, wirklich auf, wenn sie es wirklich so machen wollen, 30% verringerten Schaden, aber nicht 78. Das ist viel zu viel. Ganz simpel, ganz einfach. So hier quasi festgestellt. Ansonsten, wenn wir uns die Heavy Attacks angucken, wir haben bei DK natürlich ein Skill, geschmolzenes Arsenal. Früher hat uns das 50% extra Schaden durch den schweren Attacke gegeben. Jetzt wird es leider gecapped auf 3000, ansonsten wäre der DK wahrscheinlich die OP-ste Klasse aller Zeiten. 3000 extra Schaden. Wir nehmen das mal rein und machen jetzt erstmal eine normale Heavy Attack, okay? So. Wie man vielleicht merkt, in der Animation ist es tatsächlich etwas kürzer als sonst. Speziell dieser Abflugmodus geht deutlich schneller vonhanden. Und wir machen, wie man sieht hier, 8229 Schaden ohne Crit. Beim Crit sind das gleich mal 17k. Das ist saftig, aber es ist trotzdem nichts, wo ich sage, oha, diese Zeit möchte ich nehmen, um das zu machen. Denn wenn ich jetzt einmal hier mit meiner Kette großartig spamme und die Kette crittet, habe ich gleich mal 27k. Wofür sollte ich dann diese Zeit nehmen, um die Heavy Attack zu machen? Wenn ich jetzt buffe und wir sagen, wir kriegen 3000 extra Schaden, ne? Sieht das natürlich saftiger aus, sind schon mal 12k beim Crit, ja. Wir müssen natürlich hoffen, mal kurz, dass es crittet. 17k, okay. 25k. 25k. 23k. Also was ich damit sagen will ist, die schweren Attacken, rein vom Feeling her, sind tatsächlich irgendwo nicht wirklich notwendig, weil wir keine Ressourcen mehr herstellen. Wenn wir jetzt sagen würden, die Heavy Attacks wurden ja ein bisschen gebufft, wie gesagt, sie sind stärker von dem, wie sie Schaden verursachen, das stimmt. Im Durchschnitt 10%. Waffenspezifisch wurde das natürlich ein bisschen verändert, da sind die Zweihänder tatsächlich sogar noch deutlich besser bei weggekommen als die Stäbe. Ich denke, wenn man wirklich Ressourcen immer noch herstellen könnte durch die Heavy Attacks, wäre das durchaus eine ganz andere Sache. Dann würde ich diese Zeit, die ich investiere in diesen super Schaden quasi, gerne dann auch noch Ressourcen wiederherstellen, wenn wir das Sustain-Problem tatsächlich, was scheinbar in ESO aufgeht, was ich tatsächlich nicht wirklich nachvollziehen kann, weil es ist einfach nur mit Übung verbunden, dann würde ich tatsächlich sagen, okay, dann lass doch bitte die Heavy Attack, bitte die Regeneration bzw. den Sustain, dass man wirklich Ressourcen wiederherstellen kann. Denn so machen Heavy Attacks meiner Meinung nach kaum wirklich Sinn. Ich habe tatsächlich hier auf dem PTS auch mal ein Set namens Eleganz der Königin benutzt. Also, dass unsere Heavy Attacks nochmal um 20% bufft. Ja, und auch die leichten Attacken. Weiß ich nicht, warum die leichten hier immer noch drin stehen. 20%, alles hochgebufft. Ich sag mal so, ja. War jetzt nicht so ultimativ geil. Da hatten wir ein DPS, glaube ich, von 59 bzw. 60k, wo ich halt tatsächlich hauptsächlich Heavy Attacks gemacht habe. Das macht zwar einfach, aber da wiederum war dann der Ressourcen-Sustain so gelegt, dass ich immer darauf achten musste, dass ich schön meinen Light Attacks zwischendurch da reinpacke,
weil ich ja sonst trotzdem ein Ressourcenproblem habe, weil ich durch die Heavy Attacks ja nichts mehr herstelle. Das heißt, wenn man jetzt denkt, hier würde eine Heavy Attack Meta plötzlich entstehen, mit den jetzigen Veränderungen eher nicht, muss ich sagen. Eher nicht. Wie andere direkte Waffenarten aussehen, speziell der Zweihänder, das weiß ich nicht, habe ich nicht getestet, ich habe jetzt nur den Flammstab, aber vom Flammstab her würde ich jetzt sagen, eher nicht. So, das heißt, wir haben tatsächlich, wie gesagt, wenn wir jetzt nochmal ein kleines Rundum-Fazit machen, wir bekommen extreme Ressourcen her durch die Light Attacks, das ist wirklich kein Problem mehr. Du bist komplett leer, machst 10 Sekunden lang Light Attacks, also 10 Light Attacks und du bist voll. Das ist unfassbar, wie du dich quasi über Distanz auch noch mit dem Stab erst recht oder mit dem Bogen beispielsweise dich komplett voll pumpen kannst. Du brauchst eigentlich respektiv gesehen noch nicht mal wirklich Tränke benutzen, weil du einfach instant voll bist. Und in Mechaniken ist das mega overpowered. Ja? Aber gut, hey, damit werden definitiv die direkten Fights vielleicht einfacher, der Sustain, aber der Schaden ist total verringert. Wie gesagt, ich meine, die Light Attacks hitten für gar nichts mehr. Wenn, dann würde ich vielleicht wirklich sowas wie, ich gehe jetzt nochmal hier kurz rein, wirklich sowas wie den Mahlstromstab, also sprich, ne, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, der hat ja die zermahlende Mauer, das heißt, die Light Attacks und Heavy Attacks machen ein bisschen mehr Schaden, wenn man den aktiviert, dann würde ich so eine besondere Waffe dann noch sowas von boosten, dass da wenigstens nicht 1341 steht, sondern 2000, 2500, 2300, je nachdem, wie es dann halt skaliert mit den Veränderungen. Das zu den Light Attacks, wenn man es wirklich so lassen würde, allerdings hätte man dann eine Mahlstromstabmeter für Magicka-Charaktere, was, glaube ich, nicht so healthy für das Game wäre, ich will nicht lügen. Wobei die hauptsächlich sowieso in Advanced Builds sowieso verwendet werden, dementsprechend kommt drauf an, wie das dann auch wiederum Neueinsteigern und Leuten, die nicht so erfahren sind oder nicht so professionell im Game agieren, wie denen das helfen sollte. Wie gesagt, meine Lösung für die Light Attacks, meinetwegen die Ressourcen sogar vielleicht ein bisschen runterkappen, weil die sind extrem, aber wenn man es so behalten will, okay, aber bitte den Schaden nicht so enorm runterziehen. Also 78% ist zu viel. Das ist einfach kaum tragbar. Heavy Attacks, finde ich, macht kaum Sinn zu machen, weil der Schaden, er ist zwar gut, er ist saftig, man kann das zwischendurch machen, wie gesagt, kostet keine Ressourcen, aber du kriegst keine Ressourcen zurück. Das heißt, du hast einfach verbratene Zeit. Es ist quasi eine kostenlose Attacke, die dir aber im Großen und Ganzen einfach nur Zeit kostet. Weiß ich nicht, wo da der Sinn ist. Da würde ich tatsächlich wirklich eiskalt wieder es so machen, dass die Spendenattacken auch Ressourcen herstellen. Wenn schon, dann auf beiden. Frei für alle, würde ich sagen. Das ist einfach so mein konkretes Fazit zum jetzigen Stand von PDS, wie ich es getestet habe. Wie gesagt, auf dem Magicka Dragon Knight mit dem Flammenstab natürlich hier als Waffe, das ist klar. Wie gesagt, Light Attacks, Ressourcen, okay, aber ein bisschen Schaden hochskalieren, sprich 30% Reduktion wären für mich noch tragbar, wäre noch drin, aber nicht 78%. Das ist, glaube ich, das höchste Manko und das größte Problem an dem Ganzen. Nicht mal die Regeneration, die ist okay. Und Heavy Attacks, wenn man schon sagt, man möchte Heavy Attacks keine Ressourcen wiedergeben, dann würde ich tatsächlich den Schaden nochmal höher buffen, dass du wirklich diesen Nutzen hast. Weil klar, die Animation ist kürzer, ja, vor allem das hier, ist auch schneller in der Ausführung. Aber es wirkt jetzt für mich nicht, dass ich sagen müsste, jetzt habe ich das Bedürfnis, einen Heavy Attack zu machen. Das ist meine Meinung, mein Fazit zum aktuellen Stand, mein Feedback, wenn man es so nennen will. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich finde die Veränderungen jetzt nicht ultimativ scheiße, aber ich finde sie in einer gewissen Art und Weise unnötig, denn wir haben ein Spiel, in dem man einfach Erfahrung sammeln muss, in dem man besser werden muss. Das ist, gehört zu jedem Videospiel, eigentlich zu, genau genommen zum Leben einfach dazu. Wenn du in etwas gut sein willst, musst du üben. Und ich denke, das Versimpeln von Game ist tatsächlich sowohl für Einsteiger wie auch für Veteranenspieler nicht die richtige Lösung. Speziell weil ESO sehr einsteigerfreundlich schon agiert, allein nur durch die Content Creator, allein nur durch den kleinen Guide, allein nur durch die gesamten Fähigkeiten, die dir so genau erklärt werden, weiß ich nicht. Das ist meine Meinung zum Ganzen, zum jetzigen Stand. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Droppt ein Like, teilt das Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem, was ihr macht. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ciao, ciao.